So, da bin ich schon wieder, aber diesmal mit einem ganz anderen Thema, sage ich jetzt mal. Ihr habt es bestimmt schon im Titel gesehen. Es gibt zurzeit bei euch, für euch von Epic Games 10-Euro-Gutschein zu. Ja, ihr haltet halt einen 10-Euro-Gutschein, wenn ihr gewisse Spiele kauft. Welche das Spiele das sind, werde ich einmal unten unter dem Video verlinken. Und natürlich, ihr müsst, weil. Creator Wertschätzungsevent bedeutet halt einfach, ihr müsst halt definitiv einen Creator supporten. Heißt, wenn ihr euch ein Spiel kauft und keinen Creator eingibt, also gar keinen, dann bekommt ihr halt diesen 10-Euro-Gutschein eben nicht. Ich sag's nur nochmal, ihr müsst definitiv einen Creator aussuchen. Ob ihr jetzt mich nimmt oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Aber wenn ihr natürlich mich nimmt, wäre natürlich nett, um Gottes Willen. Aber müsst ihr natürlich nicht. Ich sage euch nur mal kurz, um was es überhaupt wirklich geht. Aber ich glaube, das betrifft auch nur PC-Spieler. Sicher bin ich mir allerdings dabei jetzt absolut nicht. Aber wir gehen jetzt einfach mal so die Liste durch, was hier generell steht. Hier seht ihr selber, erhalte einen 10-Euro-Gutschein, indem du einen Creator deiner Wahl unterstützt. Dann während des Creator-Wertschätzungs-Event wollten wir euch Creators vorstellen, also mich quasi, die unzählige Stunden damit verbringen, uns zum Lachen zu bringen und bla 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 bla. Wenn du beim Kauf eines gültigen Spiels im Mindestwert von 15 € oder mehr oder gleichwertig in deiner Währung einen Creator-Tag eingibst, erhältst du einen 10-Euro-Gutschein. Damit ist gemeint, ein Creator-Tag ist halt wie bei mir, gibt dann Creator-Code und da gibt ihr YT-FamilyHack ein. Oder, keine Ahnung, von irgendeinem anderen YouTuber oder sonst irgendeinem Influencer. So, dann geht's weiter. Was ist ein Epic-Gutschein? Ein Epic-Gutschein ist der Epic Game Store-Gutschein, der beim Kauf in Frage kommender Spiele im Epic Game Store an der Kasse angewandt wird. Bedeutet also quasi, ihr bekommt diesen Gutschein auf euer Konto, also euer Epic-Konto, gutgeschrieben. Nicht irgendwie per Post oder so oder per E-Mail, sondern ihr habt da quasi 10 € Guthaben für einen gewissen Zeitraum. Aber dazu komme ich gleich noch, die ihr halt nochmal für ein anderes Spiel ausgeben könnt. Dann geht's halt jetzt weiter. Wie erhalte ich meinen 10-Euro-Gutschein für das Creator-Wertschätzungsevent? Ganz einfach, wie ich euch halt eben gesagt habe, ihr müsst halt einen Creator eingeben. In dem Fall halt, am besten Fall, mich. Für mich selber. Aber es ist natürlich keine Pflicht, nochmal dazu. Und maximal könnt ihr nur einen Gutschein erhalten. Pro Konto. Wenn ihr natürlich mehrere Konten habt, könnt ihr natürlich auch mehrere Gutscheine bekommen, aber pro Account ist im Prinzip nur ein Gutschein möglich. Dann ist hier die Frage, kann ich in einen 10-Euro-Gutschein für Einkäufe im Spiel, zum Beispiel V-Bucks für Vorbestellungen von Spielen oder Käufe oder beim Kauf von DLC, Season Pässen und so weiter erhalten? Nein, bekommt ihr nicht. Nein, du erhältst einen 10-Euro-Gutschein, wenn du beim Kauf eines in Frage kommenden Spiels im Mindestwert von 15 € halt meinen Tag eingibst. Heißt, wenn du jetzt für 20 € V-Bucks kaufst, kriegst du diesen 10-Euro-Gutschein eben nicht. Nur nochmal, also wenn du für 20 € jetzt ein. Du kannst nur, wenn du bestimmte Spiele hast, die unten verlinkt sind, wenn du davon eins kaufst, bekommst du dann einen 10-Euro-Gutschein. Womit du dann wieder für ein anderes Spiel quasi 10 € Guthaben hast im Epic Store. So, wie löse ich den Gutschein ein? Dein 10-Euro-Gutschein wird beim nächsten Kauf eines in Frage kommenden Spiels im Mindestwert von 15 € im Epic Store automatisch an der Kasse gutgeschrieben. Was bedeutet, ihr könnt euch quasi für den 10-Euro-Gutschein kein 10-Euro-Spiel kaufen, sondern es muss halt mindestens 15 € kosten, weil ist klar, sie verschenken nichts, weil dadurch haben sie im Prinzip nochmal 5 € an euch verdient. Ist kein Betrug in dem Sinne, nicht falsch verstehen. Aber wenn ich mir ein Spiel für 60 € hole, kriege ich noch einen 10-Euro-Gutschein, hat mich das Spiel quasi 50 gekostet. Interessiert mich aber noch ein anderes Spiel, dann kaufe ich mir das halt dann davon. Weil, wisst ihr, wie ich meine? Wenn ihr zwei Spiele habt, die in Frage kommen, macht das Ganze natürlich Sinn. Dann hat der 10-Euro-Gutschein ein Ablaufdatum. Ja, er hat ein Ablaufdatum. Ihr könnt diesen Gutschein einlösen bis zum 30. April. April. Wir haben jetzt November 2020. Also nächstes Jahr im April bis 8:59 Uhr. Quasi um 9 Uhr ist der Gutschein dann abgelaufen.
Dann, wie lange dauert das Event? Also hier dieses Creator-Event. Das Ganze dauert vom 18. November. Nee, diese Auktion endet am 18. November. Heißt, ab jetzt schon läuft das Ganze, aber bis zum 18. November. Bedeutet, wenn du am 18. November um 17:01 Uhr ein Spiel kaufst, was unten in der Liste steht und was ich euch gleich so vorstelle, dann ist das leider zu spät. Danach kannst du nämlich keinen 10-Euro-Gutschein mehr bekommen und auch nicht mehr irgendwie einlösen. Dann kann ich mehr als einen 10-Euro-Gutschein bekommen? Nein. Es gibt halt immer nur einen 10-Euro-Gutschein pro Account. So, kann ich während des Creators Wertschätzungsevent mehr als einen 10-Euro-Gutschein erhalten? Nein, habe ich eben schon gesagt, gibt nur einen. Kann ich mehr als einen 10-Euro an der Kasse im einzelnen Einkauf einlösen? Nein, weil ist klar, du hast ja nur einen Gutschein. Warum hier die Frage überhaupt steht, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man nur einen Gutschein hat, kann man natürlich keine zwei einlösen. Außer es gab halt vorher eventuell irgendein Event oder du hast irgendwie, nee, eigentlich nicht. Ich meine nicht, dass die irgendwie so, ich weiß nicht, wie ich meine, du kriegst irgendwie so 5 € Guthaben, was du aufladen kannst von irgendeinem Spiel oder so. Das kannst du, glaube ich, auch nicht damit verbinden. Also quasi, du hast deinen 10-Euro-Gutschein, musst den Rest bar, also bar oder online halt dazugeben, aber nicht mit anderen Gutscheinen kombinieren. Dann kann ich meinen 10-Euro-Gutschein für Vorbestellungen, DLC, Erweiterungen, Season Pass oder Ingame-Einkäufe einschließlich V-Bucks in Fortnite verwenden. Nein, also die 10 € könnt ihr wirklich nur für ein komplett neues Spiel einlösen. Nur für ein neues Spiel. Warte mal, jetzt hier steht aber noch was anderes. Die bereits im App, er gilt nicht für Vorbestellungen von Spielen außerhalb von Spielen, also Erweiterungen oder Einkäufe in Spielen. Also zum Beispiel, ihr könnt euch keine V-Bucks kaufen. Und auch keine Upgrades bei Rettet die Welt. Also zum Beispiel Lamas oder so ist halt auch nicht kaufbar. Ihr könnt in der Regel eigentlich nur ein neues Spiel kaufen. So verstehe ich das Ganze hier halt. Dann, wenn ich eines oder mehrere Spiele zurückgebe, die ich gekauft habe, um den 10-Euro-Gutschein zu erhalten, kann ich den Gutschein behalten? Nein. Wenn du eines oder mehrere der gekauften Spiele zurückgibst, die du gekauft hast, um den 10-Euro-Gutschein, verliert der Gutschein komplett seine Gültigkeit. Heißt, du kaufst dir jetzt ein Spiel, sag ich jetzt mal, für 30 €, holst den 10-Euro-Gutschein, sagst aber, das Spiel gefällt mir nicht, weil Epic Games hat das ja. Du kannst, glaube ich will jetzt nichts Falsches sagen, eine gewisse Zeit kannst du ein Spiel quasi antesten, wenn es nicht gefällt. Ich glaube, 2 Stunden Spielzeit darf man haben. Und doch, 2 Stunden war das. Wenn du die 2 Stunden quasi noch nicht erreicht hast, weil ansonsten ist das Spiel dann gekauft, weil es gibt ja manchmal Spiele, du kaufst ein Spiel, ist voll gehypt, guckst dir das Spiel an und nach einer halben Stunde sagst schon, nee, das Spiel liegt mir absolut nicht. Dann kannst du das Ganze nämlich bei Epic Games wieder umtauschen. So, aber der 10-Euro-Gutschein verfällt dann. Dann, wenn ich eingekauft habe, also das habe ich schon gesagt. Was ist das, unterstütze ein Creator-Programm? Habe ich, glaube ich, eigentlich eben schon erklärt. Wir glauben, es geht eigentlich nur darum, dass ich euch quasi jetzt das Video hier zeige, ihr mich quasi supportet. Dafür bekomme ich natürlich Summe X, ohne irgendwas zu sagen. Und ihr unterstützt mich quasi. Und dafür bekommt ihr als Dankeschön, dass ihr mich unterstützt, selber auch was zurück. Deshalb dieser 10-Euro-Gutschein. Also im Prinzip profitieren hier alle in diesem Moment, sage ich jetzt einfach mal. Dann, was, wenn ich eine andere Währung als US-Dollar benutze? Dann hier ist mal eine Tabelle. Also, wenn du 15, du musst mindestens ein Spiel kaufen für 15 €, damit du einen 10-Euro-Gutschein bekommst. Dann hier die ganzen Währungen, keine Ahnung, hier ist ja alles dabei. Also Dollar ist mir klar, Euro ist mir klar. Puh, dann bin ich schon raus. Ich glaube, das hier sind noch Rubel. Aber keine Ahnung, ey. Da kann ich euch jetzt echt einfach nicht mehr weiterhelfen. Aber wenn ihr dann halt selber im Shop seid, guckt euch das Ganze einfach nochmal ein. Aber vergesst halt wirklich nicht, einen Creator-Code einzugeben. Irgendeinen. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Spielen, die nämlich dafür gelten. So, dann gucken wir nämlich mal. Als allererstes natürlich Red Dead Redemption 2.
Also das Spiel hatte ich selber schon gehabt, das ist wirklich gut, wenn man so ein bisschen GTA-Spieler ist. Ist halt nicht ganz so einfach, finde ich. Kostet allerdings 60 €, aber da bekommt ihr natürlich auch diesen 10-Euro-Gutschein. So, dann ist After Party mit drin. Dann haben wir es hier schon drin. Bim, denkt dran, nicht vergessen, es gibt jede Woche zwei kostenlose Spiele oder mindestens eins, was es bei Epic Games generell gibt. So, was haben wir noch? Satisfactory ist mit drin. Dann haben wir noch. Weil ich habe hier die Liste, aber ich muss die Spiele halt selber suchen. Kann man hier nicht irgendwo suchen? Doch. So, dann haben wir Satisfactory, dann haben wir Spell. Break. Ja, da ist es schon. Und dann haben wir einmal das hier. Wie gesagt, ich zeige einfach mal kurz die Ingame-Sachen. Dann seht ihr halt auch, was das für ein Spiel ist. Und wie gesagt, jedes Spiel ist in der Reihenfolge auch noch mal unten verlinkt. So, dann fangen wir einfach von oben an. After Party. So. Zack. Gut, das kann ich jetzt nicht zeigen, weil wir halt manche unter 18 sind, aber guckt es euch einfach dann selbst an. So, Red dürfte ich glaube ich auch nicht zeigen. Ich probiere es aber mal. Red. Dead. Warum zeigt ihr mir das nicht? Hä? Sehr dumm. Redemption 2. Ah ja, keine Ergebnisse. Warum ist es hier direkt? Kann ich euch leider auch nicht zeigen, da einige von euch unter 18 sind. Dann haben wir noch. Gott, was ist das für ein komischer Name? Dann haben wir noch dieses Spiel. Ich wollte mal selber so grob reingucken. Oh ja. Oh ja. Ah ja. Das war es ja an der Stelle komplett. So, dann noch Abzu. Aber ihr wisst ja, jeder kann mal gerne ein anderes Spiel ausprobieren. Und ihr seht ja, das Spiel kostet 15,99 €, aber ihr dürft natürlich auch nicht zu viel erwarten bei dem Preis. Ja, das sagt einem ja viel. Ist ein Unterwasserabenteuer. Ah ja. Aber für 15 € einfach mal ein bisschen rumdatteln ist natürlich auch nicht verkehrt. Dann haben wir noch Control. Zack. Kann ich euch aber auch nicht zeigen. Super, das ist, hier kann man ja richtig viel zeigen, Epic. Viele 18er Spiele. Dann Operancia. Operan. Yep. Schon Dauer 18, hört schon irgendwie so an. Ah ja, was ist das? Auf jeden Fall ein Rollenspiel. Ah, das sieht aus wie Rollenspiele, bla bla bla. Doch, von Zen Studios ist eigentlich immer recht gut. Also das gibt es dann auch noch da. Dann haben wir noch Atomic Crops. Ah ja. Bla bla bla. Das war es an der Stelle auch. Oha. Ja. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken. Oje, für euch ist das Augenkrebs. Ich habe früher so spielen müssen. So, dann suchen wir mal das nächste. Sind nur noch 4 Stück. Kingdom Newlands. So, gucken wir hier mal kurz rein. Ja, ist halt auch so ein 2D-Spiel. Oh Gott, ey. Aber wir wissen alle, Minecraft sah auch mal so furchtbar aus. Dann die Jackbox. Aber die Games Collection. Kennen vielleicht einige, das sind halt so Partyspiele an sich. Also die sind echt nicht schlecht. Für Silvester, Geburtstag sind die halt wirklich gut zu gebrauchen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Da sind wirklich gute Sachen dabei. So, dann gibt es noch Ready Set Heroes. Wie gesagt, ich habe mir selber da noch nichts angeguckt. Aber das hier geht anscheinend sogar mit Mehrspielermodus. Okay. Aber ihr dürft halt nicht vergessen, es gibt Spiele,
Beste Beispiel, Clash Royale, Clash of Clans, alles so Sachen, die auf einmal aus dem Nichts hochkamen. Also guckt euch ruhig mal alles an, was es gibt, weil es kann auch schnell passieren, dass das Spiel von irgendeinem Entwicklerteam aufgekauft wird und dann war es das nämlich schon. Dann haben wir Surviving the Aftermath. So, das ist nämlich dann auch schon das letzte Spiel. Oh, von Ten Studios. Start from scratch. Naja. Das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Es war Early Access. Städtebau. Also das ist definitiv so Strategie-Städtebaumäßig. Aber wie gesagt, guckt euch einfach mal alles an. Alles ist unten drunter verlinkt. Also, wie gesagt, gern meinen Creator-Code eingeben, auch in den anderen Spielen von Epic Games. Ihr unterstützt mich auch in anderen Spielen. Also es muss nicht unbedingt in Fortnite sein. Also alles, was von Epic Games ist. Wo überall, wo Epic dabei steht oder ihr ein Spiel spielt, was im Epic Launcher drin ist, könnt ihr gerne meinen Creator-Code eingeben. Nur als kleines Dankeschön. Und dann würde ich auch sagen, das waren jetzt mal genug Informationen. Ich setze mich jetzt dran, hau die Links für euch unten drunter, guckt es euch einfach mal an und in dem Sinne, haut rein.